Sie ist 66, er 72. Verheiratet sind die beiden seit 49 Jahren. Gemeinsam getanzt wird seit 40. Und genau das ist auch das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe, sagen die Boogie-Woogie-Tänzer Nelia und Dietmar Ehrentraut. Nur heiraten ist halt zu wenig. Man muss ja miteinander was machen. Und wenn das hinhaut, dass das beide machen, dann funktioniert so. Natürlich haben wir, wenn man Paar tanzt, so wie mir, da gibt es immer Streit. Oh yes, aber das ist normal. Beim ersten Linzer Tortenball im Palais Kaufmännischer Verein haben die beiden Senioren gezeigt, was sie drauf haben. Veranstaltet von der Dance School Horn gemeinsam mit der Konditorei Jindrak. Ein Ball außerhalb der Ballsaison ist ungewöhnlich, aber nicht weniger stimmungsvoll. Erstens ist immer Saison und zweitens wollen wir Damen die Frühlingskleider ein bisschen ausführen, mal ein bisschen Farbe. Ja, also ich wollte unbedingt ein bisschen die Ballfarben aufgreifen. Das ist violett und orange und grün und so glänzend wie so ein Glitzerzuckerl. Tanzen und Torte passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Konditormeister Leo Jindrak berichtigt. Naja, mit Torte, sagen wir, mit Kalorien verbunden. Und beim Tanzen tanzt man wieder runter, die Kalorien. Das ist heute ein wenig das Motto gewesen. Aber unsere Torten machen ja nicht dick. Sie schauen aus, als würden Sie nicht mehr so viel essen, als zu der Zeit, als Sie in der Politik waren. Der Bauch ist kleiner geworden. Weil ich gerade heute Mittag von einer Kur zurückgekommen bin. Und da habe ich mich einige Wochen zurückgenommen. Und ich hoffe, dass ich das halbwegs halten kann. Aber der heutige Abend ist schon wieder die erste Versuchung. Tortenstücke, Schokobrunnen und Pralinen. Auf diesem Ball ist Schlemmen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Kaffee darf dabei nicht fehlen. Kaffee, sagt man, regt die Sinne an in dem Fall und unterstützt immer das Verarbeiten von komplexen Argumenten. Und eine Linzer-Torte macht glücklich. Also was gibt's Besseres in Kombination? Der erste Tortenball nicht nur für Tanz- und Tortenwütige, sondern der Reinerlös kommt dem Umbau des Mariendoms zugute. Aktueller Aufschrei, die Millionen, die für den Wiederaufbau der Pariser Notre-Dame gespendet werden. Es hat sich eigentlich immer gezeigt, dass die Bereitschaft, zum Beispiel für die Kirche etwas zu spenden, nicht auf Kosten der Armen und der Schwachen geht, sondern ganz im Gegenteil, auch das steigt dann proportional. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich. Der Termin für den zweiten Linzer Tortenball steht schon jetzt fest. Am Samstag, den 25. April 2020, heißt's wieder: Torten und Tanzen für den guten Zweck. Für welche Organisation dann gespendet wird, steht aktuell noch nicht fest.